Harald Hitzfelder. Es ist mal wieder Samstag, wie fast jede Woche. Ich hab daheim keine Lust zu gar nix, aber dann gang ich doch. Now sie läuft durch die Straße, von Venezia zum Nahost. Mal gucken, was da los ist, irgendwo geht's bestimmt noch rund. Aber alle hocken bloß im Eck rum, es wär kaum etwas geschwätzt. Jeder streichelt bloß sein Smartphone, es ist wirklich wie verhext. Habt ihr alle ein Mindelwertigkeitskomplex? Es ist wie verhext. Verstanden und das muss man auch nicht haben. Dann fahr ich heim nach Günzburg, ein paar Kneipen haben's da, glaub ich auch. Ich lauf durch pflasterte Gasse, überall springen Legosteine rum, mein Gott. Schnell rein ins On the Rocks, aber ich schau mich verwundert um, weil alle hocken bloß im Eck rum, es wär kaum etwas geschwätzt. Alle streicheln bloß ihr Smartphone und keiner hat mehr Sex. Ist das da ein Mindelwertigkeitskomplex? Roald, sagst du mir. Ist der Mittelwertigkeitskomplex. In Augsburg war's nicht anders, ganz zu schweigen von Neu-Ulm. Warst du schon mal in Landensberg, Roald? Da kommst vor Trübsinn um. Entschuldigung. Da hilft bloß eins, pack dein Gitarre aus. Das war nicht persönlich, mit der Fahne leid. Und sing ein Lied über die Party, die irgendwann ist, aber nicht heut. Weil heut sitzen alle bloß im Eck rum, es wär kaum etwas geschwätzt. Jeder streichelt bloß kein Smartphone, es ist wirklich wie verhext. Das ist der Mittelwertigkeitskomplex. Dankeschön! Hans Kimmel am Bass! Mit einem Wort von Roald Hitzfelder.